Amr ibn al-As wollte nicht gescheitert zu seinem Volk zurückkehren. Die Quraysh hatten große Hoffnungen in ihn gesetzt. Er sollte die Negus davon überzeugen, ihm und den Quraysh die Muslime auszuliefern. Daher musste er sich etwas Neues einfallen lassen. Etwas, das ihm die Gunst seines Volkes bringen würde und ihm dabei helfen würde, sein Gesicht zu wahren. Er wusste, dass die Muslime Isa a.s. nicht als Sohn Gottes bezeichnen. Der König und die Patriarchen waren Christen. Und sicherlich würde es sie schockieren zu hören, dass für die Muslime Isa a.s. nur ein Prophet und Diener ist. Denn das ist Isa a.s. für uns. Er ist Allahs Gesandter. Da ist nichts Göttliches an ihm. Amr ibn al-As radiallahu anh sollte später den Islam annehmen und einer der bedeutendsten Feldherren und islamischen Persönlichkeiten werden. Aber zu diesem Zeitpunkt war er ein erbitterter Feind des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Muslime. Er verfolgte zu diesem Zeitpunkt sozusagen die Agenda seines Volkes. Er wusste, er müsste zuerst eine negative Stimmung schaffen. Und so sagt er zum König: O König, diese Leute gehören weder unserem Glauben noch eurem Glauben an. Sie sind Anhänger eines Mannes, der von sich behauptet, ein Prophet zu sein. Sie werden euer Königreich und eure Religion verderben. Liefert sie an uns aus und ihr werdet von ihnen geschützt sein. Der Negus weigerte sich aber erneut, die Muslime auszuliefern. Dann sagte Amr: O König, sie sagen Ungeheures über Jesus, dem Sohn der Maria. Befragt sie doch darüber. Also ließ der König die Muslime erneut zu sich holen und befragte sie über Jesus a.s. Ja'far radiallahu anh sagte: Wir sagen über ihn, was uns unser Prophet lehrte. Er ist sein Wort, welches er Maria gewidmet hat, und ein Geist von ihm und sein Gesandter. Er wurde von der Jungfrau Maria geboren, welche von keinem Mann angerührt wurde. Daraufhin nahm der Negus einen schmalen Stock und sagte: Der Unterschied zwischen unserer und eurer Aussage über Jesus ist nicht größer als das Gewicht dieses Stockes. Dann gab der König die Geschenke zurück, die ihn Amr mitgebracht hatte, und sagte zu ihm wütend: Du bist es, der weder meinem Glauben noch dem Glauben dieser Leute folgt. Es wird in der Sira von Ibn Hisham berichtet, dass Amr ibn al-As wenig später in Abyssinien ein Mann begegnet ist. Sein Name ist Amr ibn Umayyah. Dieser Mann war einer der Botschafter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hatte gerade den Palast des Negus verlassen. Amr ibn al-As ging sofort zum König und sagte ihm: O König, ich habe gerade einen Mann aus eurem Palast gehen sehen. Er ist der Botschafter eines Mannes, der unser Feind ist. Liefert ihn mir aus, damit ich ihn töten kann. Viele unserer Besten und Ältesten wurden von ihm verdorben. Amr ibn al-As wollte mit dem Kopf dieses Mannes zu seinem Volk zurückkehren. Dann würden sie vielleicht mit ihm zufrieden sein und er könnte sein Gesicht wahren. Der Negus aber wurde wütend und schrie: Bittest du mich etwa, dir den Botschafter eines Mannes auszuhändigen, zu dem derselbe Erzengel kommt, der zu Moses gekommen ist, damit du ihn töten kannst? Amr war verwundert. Ist es wirklich so, o König? Der Negus antwortete: Was ist nur los mit dir, Amr? Was ist nur los mit dir, Amr? Höre auf mich und folge diesem Mann. Bei Allah, er überbringt nur die Wahrheit. Er wird siegreich sein, egal wer ihn anfeindet, so wie Moses siegreich gegen Pharao und seine Soldaten gewesen ist. Amr sagte: Würdest du meinen Treueeid für den Islam annehmen? Der König akzeptierte und streckte seine Hand aus. An diesem Tag nahm ich den Islam an und machte mich auf den Weg zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, erzählte Amr ibn al-As viele Jahre später. Das ist der Islam. Er lehrte uns, stets unseren Werten zu stehen, die Wahrheit zu sagen, ungeachtet der Konsequenzen. Wenn wir uns für den Islam einsetzen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns unterstützen. Vor wem müssen wir uns dann noch fürchten? O, die ihr glaubt, wenn ihr Allahs Sache unterstützt, dann wird er euch unterstützen und euren Füßen festen Halt geben. Sind wir bereit, Allahs Sache zu unterstützen? Sind wir bereit, für die Wahrheit einzustehen, ungeachtet der Konsequenzen?